Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ja, und heute ist was richtig, richtig krasses am Start. Aber bevor ich damit loslege, würde ich nämlich noch mal gern hier reingehen ins Europa League Event und euch natürlich auch sagen, es wird auf jeden Fall morgen 16 Uhr einen richtig nicen Livestream nochmal geben. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall alle am Start. 16 Uhr morgen wirklich nochmal Europa League Event. Wir haben Division Rivals, wir haben TOTW Packs. Vielleicht werde ich mir auch nochmal hier Bailey abholen im Stream. Das können wir auch machen vielleicht. Kommt da drauf an, wie viel mir jetzt noch fehlt. Ich weiß, ich habe manchmal vergessen, die Werbung zu schauen. Deshalb könnte es sein, dass es morgen vielleicht wird mit Bailey. Und es heißt auch insgesamt auch nochmal ein Team-Upgrade. Mal schauen, ob wir das morgen machen oder, ja, werden wir wahrscheinlich morgen machen, genau, weil ich werde das jetzt nicht privat machen, ist ja ganz klar. So, und ja, des Weiteren gab es auch gestern und vorgestern mal geile Videos, POTM Rewards, dann bin ich nochmal Elite 1 geworden im POTM-Turnier mit 110 Guests, also schaut euch auch auf jeden Fall gerne nochmal an, das ist sehr, sehr krank gewesen, was da wirklich noch so alles abging. Boah, also absolut krank, wirklich. Elite 1 geschafft mit 110er Team. So, jetzt sind wir hier nochmal drin in 1 gegen 1. Ich kann euch gleich auch mal zeigen, wie weit ich jetzt bei Bailey bin. Genau, den werde ich mir ja auch abholen. So, ich habe jetzt wie viele Punkte? Ich habe 520. Ich kann noch Werbung gucken. Oh, das darf ich nicht vergessen. Werbung gucke ich noch, privat auf jeden Fall. Dann habe ich noch 30 oben drauf. Ah, vielleicht wird es morgen im Stream, vielleicht auch nicht. Das weiß ich noch nicht ganz. Ich muss wahrscheinlich alles nutzen, was mir jetzt noch so irgendwie, wahrscheinlich muss ich auch nochmal die hier 100 Punkte ausgeben, auch wenn das nicht so geil ist, aber wahrscheinlich muss ich nochmal 100 Punkte hier ausgeben, ne, damit ich auch 25 bekomme, damit wir es wirklich morgen im Stream öffnen können. Ich rechne mir das nochmal ein bisschen aus, aber ich glaube, das wäre wahrscheinlich das Beste, ja, es wäre wahrscheinlich das Beste. Denn auch wie schon gesagt, ich nehme hier am Samstag auf, also ich nehme hier nicht Sonntag auf. Also ich habe noch einen Tag mehr Zeit, als ihr jetzt denkt. So, ich kann auch hier das noch abholen, sehr, sehr nice, zack, zack. Und ja, kommen wir auch zum eigentlichen Thema dieses Videos. Und zwar habe ich gestern in diesem Gratis-Pack hier einfach Prime Icon Martin Mennel gezogen. So eine geile Karte. Also, ich weiß nicht, das war auch nur ganz kurz da, dieses Angebot. Zu wildes Angebot, muss ich sagen. Jetzt gibt es dieses Angebot gar nicht mehr. Das könnte man sich kurz mal, ich glaube, wenn man wirklich gestern Abend um 22 Uhr, genau 22 Uhr online war, für eine Minute gab es dieses Angebot und zack, natürlich direkt geholt. Jetzt gibt es noch das normale Gratis-Pack. Natürlich kann man sich das auch holen, aber es hat keine Prime-Icon-Männer drin. Aber trotzdem, Gratis-Pack, ich kann euch auch gleich mal zeigen, der ist nämlich schon in meinem Team. Also wirklich zu wilde Karte. Auch nochmal, guckt euch einfach hier mein Team an. Hier, ich gehe auf mein Team und es ist einfach Prime-Icon Martin Mennel drin. So eine geile Karte. Was sagt ihr zu dieser Karte? Schreibt es gerne mal unten rein in die Kommentare. Und ich denke, wir machen jetzt auch gleich mal das erste Spiel hier auch mit Martin Mennel. Zu wild, dass ich ihn einfach gezogen habe. Ich gehe mal hier versus Angriff, mach mal erst einfach mal ein Spiel mit ihm. Einfach krank. Let's go hier rein. Einfach rein in dieses Game. Mal gucken, was der Martin Mennel alles so halten kann. Komm. Also, erster Gegner. Mal gucken, was es für einer sein wird. Ich hoffe mal. Ja, was soll man hoffen? Ich bin halt ziemlich weit hier in das Angriff. Hier seht ihr meinen Mennel. Zu wild einfach nur. Zu wild. Und 112 mit Bailey. Hat einfach schon Bailey. Mal gucken, was mein Martin Mennel alles so halten wird. Hier gegen diesen Gegner. Boah. Let's go. Let's go einfach mal hier rein. Boah. Komm. Jetzt aber. Das ist dein Spiel, Martin. Das ist dein Spiel. So, Bailey rennt hier mal schön. Sehr gut. Jawohl. Oh, was macht ihr denn? Das ist noch der Wish Bailey. Das ist noch der Wish Bailey. So, der Woll. Zack, der muss drin sein. Der ist auch drin. Sehr schön. So, Griezmann, Jawolinski, da, was? Der wird gehalten. Okay, zum Glück ist Griezmann bald raus, aber das hätte er besser machen müssen. Okay, Lewandowski macht's halt rein. Jetzt nochmal. Komm, back. Nee, nicht back, das ist Griezmann. Griezmann wieder mal. Griezmann, ja, okay, der ist drin. Der ist drin, 3-1. Robert Lewandowski macht auch das Tor hier, 4-2.
Aber Mendel hat schon mal recht gut gehalten. Noch sieht er gar nicht mal so schlecht aus hier. Und der Gegner hat 2 Guess mehr. Genau, komm. Jetzt hier. Lewandowski, sehr schön hier. Oben Griezmann, let's go. Griezmann, jawohl. 5-4. Süker hatte. Komm, Bailey, jawohl. 6-4. Sieht gut aus, komm. Jetzt nochmal Robert, jawohl. 7-5. Sehr schön. Ich glaube, jetzt wird es auch. Ja, das soll es eigentlich auch gewesen sein hier, oder? Ah, schwierig, vielleicht macht er noch das Tor. Deshalb, Griezmann, was macht denn Griezmann da? Zum Glück ist er bald weg. So, jetzt nochmal Griezmann. Jetzt musst du es besser machen. Jetzt hier, jetzt besser. Jawohl, das ist besser. 8-5. Das 8-6, das ist der Sieg von Martin Mendel. Wow, die Prime-Icon hat auf jeden Fall ja nochmal ordentlich hier ordentlich nochmal reingehauen. Hat nochmal alles hier gehalten. Es sieht einfach zu wild aus. Es sieht einfach hier zu wild aus, mit einer Prime-Icon zu spielen. Und ja, dann würde ich jetzt auch an dieser Stelle sagen, ich hoffe, wir sehen uns alle morgen im Livestream. Und ja, bis dahin, schaut euch die Videos von gestern und vorgestern an. Und tschüss!